Eigentlich müsste man nichts dazu sagen, ich sage trotzdem noch was. Und zwar der Grundgedanke von diesem Stück ist der, ihr habt sicher gehört, dass in letzter Zeit die Medien sehr stark an Leser verloren haben. Und zwar nicht nur wegen Internet, sondern weil viele Reklamationen gekommen sind, weil die Berichterstattung die Bevölkerung nicht mehr befriedigt. Diese einseitige Berichterstattung. Und wie gesagt, es haben sich sehr, sehr viele, wurden Abos gekündigt. Die Leute wollen anders informiert sein. Und dieses Ereignis haben wir versucht, mal in Tanz und Musik und Film und Sprecher und einfach mal alles einzupacken. In dem Sinn, dass, weil hinter diesen Leuten, müsst ihr mal schauen, wer da steckt, zeigt euch mal. Aha. Und wie ihr seht, haben wir noch was an den Fäden. Wir sind noch nicht alle ganz so frei, wie wir wünschen, aber auch dieses Stück hat ein Happy End. Ich bitte Bühne frei für die Co-Produktion. Ach, oh, ach, oh, hallo, hallo, schon gehört, schon gesehen, TV, Radio samt Presse leiten bestens mein Interesse. Die da oben sagen klar, was sei Lüge. Was sei wahr? Leider denk ich nicht mehr frei, dank der Meinungsmacherei. Und wo? Nie gehört, nie gesehen. Ihr da sprecht von Weltgeschehen. Die da oben halten fest. Verschwörerseits ist ihr Attest. Doch schön wär's schon ganz frei zu sein, ohne Meinungsmacherei. Frei wollen wir schon sein, ohne Meinungsmacherei. Nicht nach ihrer Meinung tanzen, selber denken, nicht verschanzen. Abos kündigen, Abos streichen, jetzt wollen wir von euch abweichen. Selber denken, nicht verschanzen, nicht nach ihrer Meinung tanzen. Freies Denken, wahres Sein, das geht nur ohne Meinungsmacherei. Jetzt ist die Zeit für eigenes Denken und Handeln.
sich aus den Fängen der Medien zu befreien. Jetzt ist die Zeit, die Wahrheit auszusprechen. Und so, Schluss, aus, K.O., ohne Erfolg, ihr Macht verliert, keiner uns mehr dirigiert. Fertig, Schluss, nun ist vorbei mit eurer Meinungsmacherei. Endlich seid, ich bin so frei zu lieben, im Hier und Jetzt. Zu tun.